Wochenlang haben die Menschen im Iran protestiert, nachdem die Regierung den Benzinpreis Mitte November drastisch erhöht hatte. Mit großer Härte ließ Teheran die Proteste niederschlagen. Das genaue Ausmaß der Gewalt ist noch immer unklar. Es gibt kaum ausländische Medien im Land. Und die Regierung hatte das Internet kurz nach dem Ausbruch der Proteste praktisch komplett abgeschaltet. Amnesty International spricht mittlerweile von mehr als 200 Toten und beruft sich dabei auf glaubwürdige Berichte. Die tatsächliche Zahl aber liege wahrscheinlich noch höher, betont die Menschenrechtsorganisation. Iran selbst weist die veröffentlichten Opferzahlen als Lüge zurück. Ich sage es unverblümt. Die von feindlichen Gruppen angegebenen Opferzahlen bei den jüngsten Protesten sind reine Lügen. Die Zahlen liegen weit unter dem, was behauptet wird. Eine genaue Zahl nannte der Justizsprecher allerdings nicht. Viele Menschen seien von bewaffneten Randalierern erschossen worden und nicht von den Sicherheitskräften, sagte er. Entzündet hatten sich die Unruhen am 15. November, als die Regierung das vom Staat subventionierte Benzin um 50% erhöhte. Irans Staatschef Ayatollah Khamenei hatte die Proteste daraufhin als gefährliche Verschwörung verurteilt. Verantwortlich dafür seien Bandite, die Verbindungen zu den USA, Israel und Saudi-Arabien unterhielten. Diese hätten die Bevölkerung aufgehetzt. Die wirtschaftliche Lage im Land ist katastrophal. Iran steckt seit Mitte 2018 tief in der Krise. Damals vollzog US-Präsident Trump den einseitigen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Seitdem verhängt Washington zahlreiche, extrem harte Sanktionen. Betroffen ist neben der Ölindustrie auch der Banken- und Finanzsektor. Trump selbst hat jetzt die Tötung von Demonstranten im Iran scharf verurteilt. Auf die Frage, was die USA in dieser Lage tun könnten, wollte er sich aber nicht äußern. Nun, ich werde dazu jetzt lieber nichts sagen. Aber ich denke, es ist eine schreckliche Sache. Und ich denke, die Welt muss genau hinschauen. Viele Menschen werden derzeit im Iran getötet, weil sie protestieren. Aus dem einzigen Grund, dass sie protestieren. Sollten die Angaben von Amnesty zur Zahl der Opfer zutreffen, wären es die blutigsten Unruhen der vergangenen Jahrzehnte im Iran.